Ja, herzlich willkommen zu dieser schönen Revue-Vorstellung hier von Assetto Corsa Competizione und der LFM. Meinerseits von Season 12 bis 14. Denn ich habe mir mal ein wenig Gedanken gemacht, was, ja, wie es mir denn so ging, ergangen, wie für mich der Anfang bis jetzt war. Zu mir noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Gedanken gemacht, was war positiv, was war negativ, wie hat sich das Ganze entwickelt, was für Baustellen man gearbeitet hat. Von Anfang von dem Auto, was ich hatte, bis zur, ja, wie ich mich dann zu dem aktuellen, zur letzten Season, zu diesem Auto entschieden habe. Und ja, dazu will ich einfach gerade mal ein bisschen was erzählen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch, ja, vielleicht das Interesse gemeinsam ein bisschen drunter schreiben könnt, mir helfen könnt, weiterhin guten Support uns gegenseitig damit auch zu unterstützen. Ja, fangen wir mal an. Wie war es für mich am Anfang der Season 12, wo ich bei der LFM angefangen habe? War sehr lustig, erstmal reinzukommen, was da alles gibt. Die Community, wie gesagt, was für Leute unterschiedlichen Nationalitäten, Profis, überhaupt erstmal sich mit der Seite vertraut zu machen. Für den Assetto, den ACC Drive, wie funktioniert das, wie wird das quasi dann gehen, dass ich damals auch mal so zurechtgefunden habe. Vor allem mit der Seite, wie hat das da funktioniert. Und ich fand es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich war eigentlich sehr überrascht, dass ich mich wirklich dermaßen positiv mich mit der Seite identifizieren konnte. Vor allem gerade auch jetzt hier im Bild gerade den ersten Martin V12. Der V8 hört sich natürlich dumpf an, aber es war ja auch dann einer meiner ersten Versuche in diesem Spiel mit dem ersten Martin V8 bei der Community Racing von Huma, Stefan damit zu machen. Und naja, ihr seht es selbst schon. Ich fange holprig an, jeder fängt auch holprig an, aber gerade bei mir, wie gesagt, sieht es ab und zu. Der Witz an der ganzen Sache, sich zu verbessern. Ja. Der gesagt, muss ich auch mal wissen, oder muss ich mich wirklich mal fragen, wie ich eigentlich zu der LFM gekommen bin. Ich habe damals, glaube ich, Marpix mal zugeschaut und als da mal ein bisschen die Rede war, ja, da gibt es eine Seite, da kann man sich gut vorstellen. Da kannst du ja mitmachen, war auch mal bei den Profis da was zu lernen. Da habe ich mir schon gemerkt, ja, das könnte in Zukunft für mich schon was für Bedeutung haben. Und als ich dann so, ja, bis Season 14 da jetzt mal mitbekommen habe, ich habe, wie gesagt, auch sehr, sehr, sehr viele nette Leute kennengelernt. Wie gesagt, Team SSR, Team SDD, dann kam Tom Jura dabei, die ganzen Streckenguides. Was wirklich echt ein großes, großes Glück dabei ist, ja, von den Leuten was zu lernen. Und da kommen wir auch schon zum ersten Punkt, dem Negativen, deswegen sage ich immer so schön, ich fange mal bei meinen Fehlern an. Ich bin ein Spätzünder, ich bleibe ein Spätzünder und es wird auch so sein. Ich brauche einfach eine Zeit lang, um das zu lernen. Wir werden auch noch bei anderen Clips sehen, den einen Crash, den ich ja auch damals bei Season 12 verursacht habe, da ich den einen gerade mal aus Frust links einen mitgegeben habe. Ja, sowas sollte natürlich nicht so sein. Also ein paar Sachen, wie gesagt, habe ich geändert. Versucht auch immer noch dabei zu ändern, weil nicht mit leeren Magen zu fahren, sondern einfach auch mit gutem Gewissen morgens die ersten drei Rennen zu fahren, konzentriert dabei zu bleiben. Klar, ich kann nicht immer auf den Jet achten, das ist auch klar, aber gerade auch konstant zu sein, in Linie zu fahren. Ja, und das war ja dann auch in dem Fall mit dem V8 und dem V12 sehr schwer gewesen. Also damals hat auch der liebe Mats gesagt, dass ich mit dem V12 überhaupt bei den Community-Rennen den gut so gut unter Kontrolle halten konnte, war ja sowieso schon sehr, sehr Respekt an der Stelle gesagt. Ne? Im Endeffekt, mit Setups habe ich mich auch noch nicht ausgekannt, also habe ich gedacht, naja komm, fährst du dann quasi auch mal so erstmal mit, schnupperst da mal rein und schaust, ob das was für dich ist. Endeffekt wollte ich immer mehr und mehr. Das hat sich ja schon fast echt zu einer Sucht entwickelt. Und auch gerade bei dem, ja, bei dem Negativen,
musst du einfach irgendwann einen Cut machen, um einfach zu sagen, stopp, du fährst schlechte Zeiten, schlechte Runden, dein Setup stimmt nicht, was machst du? Und dementsprechend habe ich dann auch mir dann auch Hilfe gesucht. Ich habe auch die Hilfe bekommen, gerade auch bei dem Setup, bei dem McLaren oder bei dem V12, wo mir auch da vom Team STD ein paar Leute geholfen haben, auch in der Hinsicht nochmal vielen, vielen Dank. Und ja, so hat sich das Ganze auch mal ein bisschen entwickelt. Ich habe dann auch mal ein paar anderen zugeguckt, auch mal informativ Rückmeldung geholt. Dann kam ja dann das Ganze während dem Stream das direkt zu ändern. Schwer. Braucht meine Zeit. Da brauchst du auch wirklich so deine, ja, offscreen einfach ein paar Runden fahren. Hier im Hintergrund gerade mit Silverstone. Da auch den Streckenguide vom Pure und das Skin vom Ghosting bekommen zu haben. Es ist halt wirklich eine Herausforderung, an der ich arbeite. Arbeiten auch in der Hinsicht, was mich sehr motiviert, sehr zeitintensiv ist, aber auch klare Ziele einfach abzustecken. Zwar auch, was ein negativer Punkt war, ein negativer Punkt einfach, ich wollte viel, viel, viel haben und bei kleinen Schritten wirklich Step by Step mit dabei zu sein. Hatte ich auch erst sehr spät in Season 12 auf 13 lernen müssen. Ich war, ja, sehr weit hinten gewesen, was am Anfang natürlich klar war. Aber es war so, ich auch das Positive, da ich von anderen Fahrern, anderen Linien quasi immer was dazugelernt hatte. Nur war dann halt bei mir auch so das Problem, du hattest irgendwann auch die Motivation einfach weg, wo du gesagt hast, hey, du möchtest mit trainieren, du möchtest dabei sein, komm am Sonntag zu Team SSR, fahr einfach mit. Wer arbeiten geht, der hat halt auch ab und zu dann auch sehr wenig Zeit. Soll es aber nicht als Ausrede dienen, aber lieber sage ich immer so schön, ich habe negative Punkte. Das Tilebreaking, das wird sich sowieso in Season 14, Season 15 sehr, sehr lange mit hinziehen. Auch wenn da Valencia die Strecke jetzt sehr gut ist, es wird und bleibt immer noch ein sehr großer Faktor. Das andere, was auch ständig auch Thema sein wird, woran ich auch arbeite, fahr ruhig, fahr konzentriert, achte auf deine Linie, guck, was dein Vordermann macht oder dein Hintermann. Das sind auch so Punkte, wo klappt, aber immer auch noch sehr so die Probleme ist. Auf der einen Seite, das werden wir auch gleich in dieser Szene sehen, sich daran aufzuregen, obwohl man selber dann auch einen Fehler gemacht hat. Der Szene ist jetzt quasi, dass jeder andere Fehler macht, was total eigentlich unnötig ist, aber dann einfach quasi weiterfahren. Ich habe leider, da dreht er sich und ich habe das zu spät gemerkt, er lässt halt ausrollen und das ist auch so das Reglement, was ich sehr verinnerlicht habe von der LFM. Und ich einfach nicht wirklich, sehr schade war, ne? Also ich wäre gerne da weitergefahren, aber da auch in der Hinsicht habe ich mir selber einen Fehler gemacht, eine Disqualifikation bekommen, oder ich wurde disqualifiziert, weil ich selbst zu schnell durch die Boxenstraße oder durch die Boxengasse quasi gefahren bin. Im Endeffekt lernst du auch noch draus, ja. Das machst du auch nur ein paar Mal. Was für mich positiv an der ganzen Sache ist, ist einfach, dass ich eine Moser Wheelbase habe, also ein komplettes Setup, was ich auch weiterhin nutzen möchte, um einfach präzise zu fahren. Wir haben es schon öfters in meinem Stream gesagt, dass ein Alurix sich da das Ganze kostet. Ist halt auch dementsprechend so, aber es soll ja nicht auch so als negativ rüberkommen, dass ich betteln werde. Ne? Um Gottes Willen, das auf jeden Fall. Ich habe da was, aber es wird auch da in Arbeit brauchen, sich das Ganze mal präzise zu fahren. Ich hoffe, dass ich dadurch das Ganze bekomme, dass ich das schaffe. Und weil das Positive auch an der Hinsicht, es gibt ein paar schöne Überholmanöver, wie man es auch in dem paar Clips sehen werdet. Das ist einfach richtig toll. Das macht mir dann auch nochmal so richtig Spaß, wenn du siehst, du hast da an einer gewissen Stelle einfach einen Punkt erreicht, dass du das packst, du kannst ihn überholen, dann nutzt es auch. Fahr fair, nimm ihn. Und das erkenne ich auch wirklich an. Gerade auch die Hilfe durch den Chat im Livestream oder die Community. Das ist wirklich groß. Echt einen tollen Dank. Also gerade für die Newbies oder die Rookies, das ist wirklich sehr,
Sehr, sehr toll. Ja, da sieht man, dass ich noch ein paar Aufnahmen oder ein paar Szenen extra gesucht habe. Gerade wegen dem Überholmanöver, was bei manchen oder was bei mir manchmal sehr schwierig war. Oder auch so kleine Anrempler, wenn ich dann auch immer mal meckern bin, was halt so ein kleiner negativer Punkt ist. Da muss ich auch wirklich dran arbeiten. Also wie gesagt, da wird es auch weniger. Und dass halt auch der Stream dann auch dementsprechend mehr attraktiv war. Schön wäre es, und das ist ja natürlich auch wieder da von meiner Seite, wenn man halt dieses Text-to-Speak benutzen würde, weil da könnte ich mich mehr aufs Rennen konzentrieren, könnte eine bessere Pace fahren. Auch wenn ich sage, dass das Video jetzt nicht auf Fehler für andere ist, sondern aber da könnte ich einfach, ja, so wie hier einfach eine gute Pace fahren, mich anlegen mit dem AMG, was ich auch da in dem Fall gemacht habe. Bis ich ihn mal überholt habe, das hat auch schon eine Zeit lang gegolten. Aber ja, da muss man auch so seine richtigen Bremspunkte, das ist auch so ein Punkt. Ne? Bei manchen findet man sie, bei manchen findet man sie nicht, aber das ist so, ja, das lernt man alles nur mit Übung. Fakt ist einfach, ich habe mir sehr viele Punkte aufgeschrieben, die verbesserungswürdig sind. Ne? Daran werden wir jetzt auch in Season 4, 15 ganz klar stark arbeiten. Ich nutze jede Möglichkeit auch in offener Lobby mitzufahren, einfach um auch da vielleicht ein paar schöne Überholmanöver zu trainieren. Konstant jetzt erstmal die Zeiten zu fahren, ja, wird eine Herausforderung, wird lustig sein. Ich sage nicht, dass es unmöglich wird. Aber das ist halt auch sehr, sehr, sehr zeitintensiv. Ich weiß nicht, wie ich es in Zukunft machen werde. Also zu trainieren, wenn ich frei habe, ja. Die ersten paar Stunden, bevor ich dann in irgendein LFM-Rennen reingehe, wäre okay, könnte ich damit auch leben. Ich meine, sehe mal Kota an, ne? Kota, die Strecke Circuit of America. Leute, das. Die Strecke habe ich nicht im Blut, die habe ich gar nicht wirklich großartig trainiert. Und wenn dann noch so eine Strecke wie bei Snuddertown drauf geht, ja, wo ich auch null Erfahrung habe, dann wird es halt schon richtig kritisch. Also da muss ich auch den Hut davor ziehen und dazu mache ich auch einen schönen Entschluss. Solange ich die Strecke nicht wirklich gut kann, werde ich da auch in der LFM auch kein Rennen bestreiten, wenn dann das in der Woche ist. Dann nutze ich doch lieber eher die Zeit, was auch vernünftig von meiner Seite her ist. Auch sagen muss, dass ich mehr trainieren werde. Und das ist einfach so Fakt. So, ja, weiter dann im Teil von 24-Stunden-Rennen bei der Nordschleife. Bei der Nordschleife, wo bei 24-Stunden-Rennen bei Team SED ich als Gastfahrer mitgegangen bin und ich dann einen zusätzlichen Stint bekommen habe, weil ich den dritten gut gefahren bin. Also wirklich eine Stunde lang kein Schaden. Habe mich wirklich darauf konzentriert und man sieht, dass es auch machbar ist. Fand ich toll. Deswegen habe ich nochmal echt nochmal alles rausgeholt. Selbst wo ich dann noch eine Runde vorher dann an die Box kam, war es einfach ja, für mich eine tolle Erfahrung, im tollen Team, das so präzise Werte hat für speziell den BMW M4, Entschuldigung, den M4 für die nächste Season, den wir ja dann Season 15 anfangen würden, einfach für mich auch eine bessere Stabilität im Fahren zu bekommen. Da freue ich mich richtig drauf und bei Community-Rennen bei Huma werde ich halt jetzt noch den Macker weiterfahren. Wie gesagt, er wird nicht ganz von der Bildfläche verschwinden, aber ich denke einfach, dass selbst wenn jetzt den M4 oder den Aston Martin V8 nochmal zurückgehen würde, ist es als Standardfahrzeug oder für neue Rookies bessere Fahrzeuge sind, gehe ich lieber nochmal ein paar Schritte zurück, konzentriere mich nochmal da drauf und ja, also Vor- wie auch Nachteile. Und ich muss dann, dass mir auch solche Fehler passieren, manchmal, ne? Also das sind so ganz klare Punkte, wo ich dann einfach sage, ja, daran muss man üben. Ich liebe es zu lernen, ich liebe es Spaß zu haben und ich würde gerne echt noch weiter höher kommen. Ne? Also wir haben jetzt auch die LFM Season 14 mit C1 und 508 Elo beendet und deswegen hoffe ich, dass ich das halt in der nächsten Season,
Season 15 mich auf jeden Fall dort verbessern kann. Ja, dass nicht so viele Unfälle passieren, ein paar schöne Aufnahmen sind. Ich habe echt mich nochmal hingesetzt und echt noch ein paar Zweikämpfe rausgesucht, aber die meisten Rennen hat er mir gar nicht gespeichert. Was ich persönlich ein bisschen schade fand, weil da waren wirklich ein paar sehr, sehr schöne Überholmanöver, die ich mir schwer erarbeitet hatte, aber ja, Spaß hat. Zielsetzung bei Season 15 wird einfach sein, die Rennen auch weiterhin zu bestreiten, konstante Rundenzeiten zu fahren, sich nicht aufzuregen über andere, sondern gucken, dass man auf seine Fehler bleibt, gucken, dass man auch vielleicht ein paar Endo-Rennen fährt und ja, einfach mit euch zusammen eigentlich noch geile Rennen bestreitet, auch bei Team SSD, vielleicht auch bei Simcrit mitzumachen, auch wenn ich das Wochenende bei dem 24er nicht gestreamt habe, aber auch in der Hinsicht muss ich sagen, ja, warum nicht? Geile Season, ich freue mich schon drauf und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video, dass man so ein kleines Review machen konnte und ja, schreibt mir gerne unter die Kommentare, wie ihr das so gesehen habt. Ich würde mich gerne weiterhin über jede Hilfeart von euch freuen und auch da der Stelle mal Danke zu sagen. Habt viel Spaß, vielen Dank fürs Zusehen, lasst mal gerne ein Däumchen da und auch ein Abo, auch bei Twitch gerne vorbeischauen. Weil da kann ich richtig dran arbeiten. Ciao, ciao.